Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Jo, Tag 14, 21.28 Uhr, ich habe das Spiel mal pausiert. Wir hatten am Ende der letzten Folge noch die selbstgebaute Maschinenpistole hier, Maschinengewehr Stufe 5 gelernt. Die habe ich noch gebaut. Dann war ich jetzt nochmal bei Rekt, ob er noch irgendwas Gutes für uns hat. Hat er nicht. Ich habe da noch einen Amboss gekauft für unsere Schmiede. Ich glaube für 620 oder so. Ja, jetzt stecken wir uns noch schnell ein paar Rohre ein. Das hab ich noch nicht. So. Und ja. Da läuft noch ein bisschen Wasser. Wir essen und trinken schnell nochmal was. Ich habe, glaube ich, nichts, was ich mich buffen könnte. Nee, habe ich nicht. Mal rein. Nee. Ich glaube, wir nehmen den Kaffee. Aber ansonsten war's das, ne? Dann stellen wir uns mal hier hin. Vielleicht fangen wir mit der Pistole an, ich weiß es nicht. Ich habe noch versucht, hier irgendwas noch hinzukriegen, aber ich habe da nichts mehr hingebaut bekommen. Ja, dann freuen wir uns mal wieder auf fröhliche 6 Stunden. Ich bin gespannt. Ich hoffe, unsere Munition reicht. Oh ja, das hoffe ich wirklich. Oh Gott, es geht los. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da kommen sie schon. Die Hässlichen sind wieder da. Nachladen, wenn wir gerade Zeit haben. Hey. Hört auf, da unten kurz zu hauen und kommt hier hoch mit dem Lichen. Ich hatte noch keine Zeit zu buddeln, wie soll ich das denn nochmal? Ihr müsst ja alle sieben Tage in die Hände. Mit Nerven. Warte. Okay, der war schlecht geschossen, gebe ich dazu. Diese Größenunterschiede sind manchmal ein bisschen. Ah.
Hat Unterhemd mal den anderen runtergeschmissen. Der war. Okay, der eine war nicht drin, aber der davor war drin. Oh, das ist nett. Das ist nett. Oh, sag mal. Kannst du einfach mal stehen bleiben? Also, der Trottel hier, ne? Darf ich mal nachschauen? Warum kniet der sich da hin? Was soll denn der Mist? Ist der Hund weg? Ja. Also manche Schüsse glaube ich nicht, dass die daneben gehen. Manche natürlich. Oder die mehrere. Aber wenn die so direkt vor einem stehen und man dann noch daneben schießt, dann bin ich mir ein bisschen okay. Ausreden. Das Ausreden. Oh oh. Waffen wechseln. Diese Viecher, ne? Alter, der. Was ist denn hier los? Diese Viecher machen es so schwierig. Da ist alles weg, ne? Töte zum Mann. Oh. Diese runden Viecher. Ich geh mal in den Sack, der ist so weg, oder? Den Sack dran. Aber diese. Ach, nee. Werwolfshunde da, die sind ja cool. Oh, das meine ich. Thank you.
Warte, ich level mein. Kein Bock mehr, ne? Da sehe ich die Güter, bin ich nicht gekommen, ne? Pistolenmuni haben wir jetzt gleich keine, ne? Da kommt der nächste Hund. Wenn der Hund mal vorne geht, dann ist. Okay. Nicht gesehen. Wann war das? 2:18 Uhr. Okay. Ah.
lebst noch. Oh. So, jetzt brauchen wir wieder Ruhe hier. Hör auf, dich da mal hinzuhängen. Dämliche Köter, Mann. Und dann hockt sich mit diesem Typ da hin. Sag mal, ist jetzt mal gut hier? Die Hunde da nicht weg. Ei, das war jetzt wieder. Boah, sobald der große Köder dabei ist. Der frisst aber auch drei Magazine oder so. Ich muss ihn reparieren. Oh, gleich 3 Uhr. Na. Merkt bei deinem Freund. Die letzte Stunde läuft. Falsche Zeit. Egal, wie sie heißt. Halbe Stunde. Verdammt. Ich bin wieder gespannt, was die da unten wieder gesagt haben. Der war wirklich verrissen. Fünf Minuten. Wie viele sind hier mal? Okay.
Auch in den Nahkampf. Hört ihr auf, da rumballern, denjenigen. Was mit keiner von hinten kommt. Ich bin in meinem Loot. Weg. Na. Na klar, da sehe ich noch zwei Treffer. So, erstmal den Orangensack hier. Wir looten erstmal alles. Und dann gucken wir durch. Ich habe nämlich den Eindruck, dass die Beutel ziemlich schnell verschwinden. Jagdmesser Stufe 2. Cool. Na, lern das doch mal bitte. Ich habe die jetzt leider nicht alle gelesen. Eigentlich habe ich die gar nicht gelesen. Springen, leise springen. Nicht gut. Machen wir Platz. Nochmal Rüstung. Scope. Stille Nacht, werde mit dem Schatten. Schleiche nachts besser. Okay. Liegen hier noch irgendwo Beutel? Ne. Oh, da liegt noch einer. Ich meine, normalerweise dürften die ja nicht verschwinden, bevor die Nacht rum ist. Leichte Rüstung freigeschaltet, Qualität 3. Und man zumindest die Gelegenheit hatte, mal zu gucken. Ich hatte beim letzten Mal schon den Eindruck, dass da welche verschwunden sind. Ja, hier müssen wir unbedingt... Ach, nee. Naja, es geht noch, aber... Ich muss unbedingt buddeln. Damit die hier nicht mehr gegenhauen. Und die haben noch nichts rausgeschlagen. Das ist schon okay. Das ist schon alles okay. Nichts Dramatisches bisher. Bisschen nervig, das immer zu suchen, aber... Mir lieber, wie... Hier würden überall Steine finden. Oh, den haben sie aber richtig angetitscht. Der war fast kaputt. Warum? Ich stehe nicht mal da drüber. Wenn es jetzt hier wäre, würde ich es ja noch verstehen. Ich wollte mal eben aufs Dach gehen. Oh. Und gucken, ob da Geier rumliegen. Ich hatte den Eindruck... Da wären noch einige Geier da gewesen. Nö, waren keine Geier da anscheinend. Na gut. Was haben wir denn noch? Da Erntewerkzeuge. Stufe 6. Das können wir zerlegen. Die wird verkauft. Das wird verkauft. Weiß ich noch nicht. Das wird verkauft. Das wird verkauft. Den werden wir zerlegen. Das werden wir zerlegen. Verkaufen. Zerlegen.
erstmal trinken. Ja, und dann wird das noch zum Verkaufen. Okay. Ja, aber diesmal haben wir munitionstechnisch, würde ich sagen. Gut, Pistole haben wir natürlich einiges verbraucht, aber 2,4. Ja, mit dem knapp 5 Stacks haben wir noch. Okay. Wir können uns jetzt ein Jagdmesser Stufe 2 herstellen. Ich würde sagen, das machen wir auch. Der ist noch im Anbau, der ist fertig. Hab ich einen? Nee, ich habe leider keinen Samen bekommen. Der wächst noch. Der ist fast fertig. Dann haben wir einen. Na gut. Nö, aber hier ist nichts beschädigt. Den Rest gucke ich später durch. Also im Moment, solange wir ausreichend Munition haben, kommen wir ganz gut durch, würde ich sagen. Die großen Hunde, ich meine, war zum Glück nur einer. Ne, zwei. Da brauchen auch nicht unbedingt mehr von kommen. Aber man merkt schon, so eine moderne Waffe im Vergleich zu dem selbstgebauten. Ich finde, da ist schon ein Unterschied vom Schaden her. So, was macht das Ding denn her? Rüstungswert plus 2. Kann ich das? Oder machen wir eine neue Rüstung? Wir haben jetzt Stufe 1 an, ne? Ne, 2. So. Machen wir Stufe 3 direkt. Kein Schimmer. Warten wir bis Stufe 4. Ah. Oh, Schoten hier. Ich habe noch eine falsche Kiste. Dann die Essenskonserven weg. Kaffee. Was, ich will da nicht trinken. Ich will da rein. Können wir da nochmal 3 Kaffee machen? Lang 2 Minuten 30. Ein bisschen mehr. So, dann haben wir den Messing. Einschmelzen. Habe ich sonst noch was zum Einschmelzen? Ein bisschen Metall oder so? Nö. Ein bisschen Lehm. Aber nicht viel. Und eigentlich brauche ich den, um reparieren zu können. So, Messer. Geschmiedetes Eisen, das habe ich mir noch gemerkt. Da hört er aber dann auch schon auf. Macht er hier mal den. Wo war er denn? Da. 3 Leder, 3 Klebeband. Okay. Klebeband. 1, 2, 3. Und Leder. Dann nehmen wir das erstmal her. Können wir hier mal wieder umsortieren. Das verkaufen wir dann auch. Schüppchen. Gut, ich sehe mal, sehr schön. Wenn man die Rüstungswerte sehen könnte, ne? Ach. Stufe 3. Haben wir. Was haben wir? Stufe 2.
Ah, jetzt kostet schon geschmiedetes Eisen. Okay. Wie viele Rüstungssets haben wir denn noch? Leder wird aber auch immer teurer, ne? Die Sets werden schon teurer. 15, 15, 15, 15. Kosten aber alle das gleiche. Ah, dann brauchen wir noch drei Rüstungspakete. Okay, drei pro. Was fehlt mir da jetzt noch? Nähset und Klebeband. Nähset. Dann müssen wir noch Klebeband herstellen. Neun Stück noch. Erstmal. Ich glaube, ich sollte noch mal in das Bistro da, in den Diner, das was ich wiederholen. Charakter. Slots. Was war das? Warte mal, passt die oder rein? Habe ich nicht drauf geachtet. Jo. Noch ein bisschen mehr Rüstung. Nein, dafür hat sich's doch gelernt. Gelohnt. Wir können die, glaube ich, auch mal verkaufen, ne? Davon haben wir eigentlich. Ich glaube, ich verkaufe die auch mal. Machen wir ein bisschen Geld. Wir haben unser Messer wieder. Die Dinger. Rüstung. So, Handschuhe. Die Kapuze. Und die Stiefel. Ich mach das jedes Mal. Also bis jedes zweite Mal. Helmlicht. Den ich noch rausfinden muss, wie man da ran, ne? Muss ich mal in die ja, Tastatur legen. Gucken. So, dann würde ich die Rüstung. Die würde ich komplett verkaufen. Ein bisschen Geld kann uns auch nicht schaden. Jetzt. Und dann. Lämpchen rein. Und dann machen wir das hier da rein. Schließen. Ändern. Gut, 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 gut. Das ist aus. Wo ist das aus? Hätte ich das vor der Nacht da reingetan? Wahrscheinlich. Oh. Nee. Da. Da. Okay, denke ich. Ach, ich hab vergessen. Reicht das jetzt noch? Nee. Natürlich nicht. Ich habe ja immer noch 5 Wasser. Hoch. Noch 2 Kaffee.
Nein, das war einer zu viel. Fünf, acht, zwölf. Und hier sind wir 6 Minuten. So, so reicht. Okay, das gehen wir alles verkaufen. Jetzt muss ich nochmal eben gucken. Ich glaube, konnten wir neu. Wenn ich da. Steinachs. Nee, ich baue mir keine legendäre Steinachs, auf gar keinen Fall. Das ist jetzt, nee. Auf keinen Fall. So, verändern. Können wir dann auch zerlegen. Nee, glaube ich nicht, dass ich mir eine legendäre Steinachs baue. Vielleicht irgendwann mal, wenn ich die Teile quasi, also hier die legendären Teile, wenn ich nicht mehr weiß, wohin damit. Meinetwegen. Aber so? Nee. Dann die auch weg. Ein Mikromanagement hier. So. Warum habe ich den da unten? Ich dachte, ich hätte die zerlegt. Ich hoffe, ich habe nichts Wichtiges stattdessen zerlegt. Bogen. Können wir den auch verbessern? Den war der nicht da. Nö, der ist immer noch auf Stufe 2. Na gut. Speer, das gleiche für. Wenn wir dann Eisenspeer oder so, oder Stahlspeer, dann kann man auch gerne drüber reden, die auf legendär herzustellen. Aber nicht für den normalen Krempel. Gut, so, gucken wir hier nochmal hin rein. Fällt dann eben aus. Dann gehen wir verkaufen. Und dann würde ich, sagen, sind wir auch durch für die Folge. Und ich bin dann für heute auch durch mit 7 Days. Ich wollte gerne den zweiten Blutmond noch heute machen. Ja. Reicht für heute. Make it snappy. I gotta take a crap. You got money this time, or you just here to piss me off? Ich, zweiteres. Ich will da nur nicht wiederholen, was du gesagt hast. Dann halt nicht. Dann sind wir wahrscheinlich zu kaputt. Lass meine getragene Wäsche haben. Hört sich falsch an. Verstehe. A sale is a sale, ja, even if it is to a scumbag like you. Diesmal mache ich die Tür zu. Mit Schwung. Nun, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.